Recht herzlich willkommen zum heutigen Video, dem nächsten Video aus dem Sunshine State Florida. Jetzt aktuell, keine Uhr an. Wir haben jetzt so 3:45 und immer noch traumhaft schönes Wetter hier. Aber wie immer, nur die Einleitung soll nicht das Thema des heutigen Videos sein, sondern ich möchte heute noch einmal eine Empfehlung loswerden. Eine Empfehlung, die in erster Linie kostenlos ist, aber mir in den letzten 6 Monaten sage und schreibe über 8000 neue Kontakte gebracht hat. Über 8000 neue Kontakte, die ich regelmäßig anschreiben kann. Wie die meisten vielleicht schon wissen, ist es ja, oder dieser allgemeingültige Spruch, in der Liste liegt das Geld, hat definitiv seine Berechtigung. Denn wer eine gute, ich spreche hier von einer guten, nicht von einer großen unbedingt, sondern wer eine gute E-Mail-Liste hat, der verdient Geld auf Knopfdruck. Da brauchen wir auch gar nicht drum herum zu reden, das ist definitiv so und das wird auch definitiv oder kann definitiv nachgewiesen werden. Also zuerst mal, es ist nicht wichtig, dass die Liste enorm groß ist. Es müssen keine Weltrekorde in der Listengröße gebrochen werden. Das ist ein Thema, das höre ich immer und immer wieder. Ja, du hast ja eine große Liste, dann kann man Geld verdienen. Ich habe eine kleine Liste. Also, es gibt nur einen Unterschied. Und zwar von einer guten Liste und einer schlechten Liste. Aber die Größe spielt absolut keine Rolle. Listen mit 1000 oder 1500 Usern können extrem viel mehr Geld verdienen oder Geld erwirtschaften als Listen mit 10 oder 15.000 Usern. Generell ist es aber so, dass die Kontakte das A und O sind. Kontakte, die ich in meinem E-Mail-Verteiler habe oder in meinen Social-Media-Netzwerken zum Beispiel, die kann ich immer wieder direkt anschreiben, direkt ins Postfach rein und das ist das Wichtige. Wir sprechen aber heute auch nicht über Newsletter, über den eigenen Verteiler, sondern über Social Media Aktivitäten. Dabei möchte ich aber Facebook und Twitter absolut außen vor lassen. Das sind 2 Plattformen, die in aller Munde sind, meiner Meinung nach aber zu wenig Conversion nach sich ziehen, weil einfach die Verteilung, die Struktur in diesen Netzwerken nicht optimal ist. Man kann die zwar hinstellen, aber es gibt andere Netzwerke, die komischerweise sehr, sehr wenig Beachtung finden in dem ganzen Social Media Gedöns, möchte ich jetzt mal sagen. Ich möchte heute von Xing sprechen. Xing ist eine Plattform, die in Deutschland schon sehr, sehr lange online ist und sehr lange erfolgreich eigentlich auch betrieben wird. Xing hat aber irgendwie den Charakter oder das Image eines, nicht eines Social Networks, obwohl es ein Social Network ist. Und früher wurde Xing halt überwiegend für B2B-Geschäftsbeziehungsaufbau, wie man das auch immer nennen mag, benutzt. Xing hat sich aber gemausert, hat viel in der letzten Zeit getan und ist eine hervorragende Plattform, um neue Kontakte zu kreieren. Vor allen Dingen, um mit diesen Kontakten auch Geld zu verdienen, was wir ja alle wollen. Weil wir sind ja nicht im Internet aus Hobby unterwegs oder zum Kaffeekränzchen, sondern wir möchten Geld verdienen. Und dazu brauche ich ausgefeilte Taktiken, gute Wege, um mir neue Kontakte zu schaffen, um mir conversionstarke Kanäle zu schaffen. Und genau das konnte ich auf Xing realisieren. Auch ich habe lange, lange Xing links liegen lassen und habe dieses Netzwerk so gut wie gar nicht beachtet, weil es mir einfach zu altbacken irgendwie war. Die Kommunikation lief dort etwas anders, die Plattform war umständlich und so weiter. Bis ich dann Mitte letzten Jahres mich genauer mit Xing beschäftigt habe und ein paar Abläufe dort verfolgt habe, ein bisschen aktiver wurde dort und dann gemerkt habe, oh, hier liegt wirklich Potenzial.
Und zwar hier liegt hier Potenzial brach. Das wird viel zu wenig genutzt, weil, wie gesagt, aus den eben genannten Punkten, das Image von Xing halt nicht unbedingt in diese Richtung ging, sehr altbacken irgendwie war. Und ja, im Prinzip deshalb auch viele User einfach davon abgelassen haben. Ich habe mich dann hingesetzt, nachdem ich einen Testlauf gemacht habe, das Ganze getestet habe und so weiter, habe ich das Ganze professioneller auf die Beine gestellt, habe wirklich alles Mögliche in den Profilen ausgefüllt. In Xing gibt es mittlerweile wesentlich bessere Möglichkeiten als zum Beispiel in Facebook oder Twitter, sich selber darzustellen und einen Funnel zu schaffen, wie man die Leute ja, von Xing in den eigenen Newsletter reinbringt. Oder aber auch, wie man auf Xing die Kontakte besser aufbaut. Am Anfang zum Beispiel habe ich nur Wert gelegt auf die Kontakte direkt auf meinem Profil, also auf direkte Kontakte. Diese Kontakte habe ich dann versucht, über einen Funnel auf meine Webseite zu bekommen, mit einem Freebie, mit einem kostenlosen Video und so weiter. Aber ich hatte immer noch das Problem, die Eintragungsquote von Xing in meinen Newsletter, von diesen Kontakten, war noch relativ niedrig, aber schon viermal so hoch wie auf Facebook oder Twitter. So, dann habe ich den nächsten Weg eingeschlagen und das ist für Xing mit Sicherheit der bessere Weg. Und zwar, wenn man auf Xing eine Gruppe betreibt. Auf Twitter ist es gar nicht möglich, bei LinkedIn ist es möglich, bei Facebook ist es möglich, aber mit sehr hohem Streuverlust. Auf Xing kann ich wirklich eine Gruppe eröffnen und kann dort die User hereinziehen, anstatt direkt auf mein Profil. Der Vorteil von einer Gruppe auf Xing liegt ganz klar auf der Hand. Ich kann diese Gruppe immer und immer und immer wieder mit einem Gruppen-Newsletter anschreiben. Ist exakt die gleiche Funktion, als wenn ich meinen eigenen Newsletter nutze. Nur, dass ich über Xing schicke und dann ist es in Anführungsstrichen gar nicht mehr so extrem wichtig, die User von Xing in den eigenen Newsletter zu bekommen. Sondern ich habe einen eigenen Funnel auf Xing. Denn die User, die sich nicht auf meiner Webseite in meinen Newsletter eintragen, die kann ich direkt auf Xing mit dem Gruppen-Newsletter anschreiben. Gleiche Funktion mit etwas Abschwächung, muss man hier dabei sagen, wie ein eigener Newsletter, aber perfekt geeignet. Ich konnte mir so in weniger als 6 Monaten mehr als 8000 neue Kontakte aufbauen. Man muss natürlich darauf, zuerst einmal nochmal zurück zu den Kontakten. Das heißt, pro Monat konnte ich mehr als 1200 neue Kontakte aufbauen. Wer das nachprüfen will, kann das gerne tun. Einfach auf Xing gehen und nach den Gruppen professionelles Affiliate-Marketing oder E-Mail-Marketing, aber professionell suchen. Sind beides Gruppen, die ich aufgebaut habe. Zusammen sind diese Gruppen über 8000 Mitglieder stark. Zudem noch die Kontakte auf meinen Profilen. Ich habe verschiedene Profile bei Xing, die ich nutze. Das sind keine Fake-Profile, muss ich ganz eindeutig dabei sagen. Wer bei Xing anfängt, mit Fake-Profilen zu arbeiten, wird nicht lange Spaß daran haben, sondern sehr schnell von Xing ja, entfernt werden, gesperrt werden, wie auch immer. Und dann war die ganze Arbeit unnütz. Meine Assistentin, meine Frau haben eigene Xing-Profile, mein Support-Mitarbeiter hat ein eigenes Profil. Diese Profile nutze ich, um meine Kontakte aufzubauen. Generell empfehle ich aber, auf Xing Gruppen aufzubauen. Der eigentliche Vorgang einer Gruppe ist etwas umständlicher, muss man ganz ehrlicherweise sagen, als bei Facebook oder LinkedIn. Denn man muss zuerst eine Gruppe bei Xing beantragen, begründen, warum man diese Gruppe eröffnen möchte und was man mit dieser Gruppe vorhat. Und dann muss man ungefähr ja, 1 bis 2 Wochen warten, ehe man die Bestätigung kommt für die Eröffnung der Gruppe und dass man diese Gruppe betreiben kann. Aber dann geht in der Gruppe richtig was ab, wenn man es richtig anstellt.
Man hat in dieser Gruppe die Möglichkeit einer Willkommensseite, einer Startseite, einer Über-mich-Seite, einer Willkommensnachricht. Die Willkommensnachricht ist ein direkter Newsletter. Ich kann in diese Willkommensnachricht alles reinschreiben, was ich möchte. Heißt, der User tritt der Gruppe bei und im gleichen Moment bekommt er eine vollwertige E-Mail mit komplettem Text HTML formatiert in sein E-Mail-Postfach. Und alleine damit kann ich schon sehr, sehr viel erreichen. Und nur mit diesem einen Schritt, mit dieser Willkommens-E-Mail, habe ich eine um 6-mal höhere Eintragungsrate in meinen eigenen Newsletter, als das zum Beispiel auf Facebook der Fall ist. Und ich habe auf Facebook sehr, sehr viel probiert. Mein Profil, mein eigentliches Profil auf Facebook, ist absolut voll mit 5000 Freunden. Da kann ich nicht viel machen mehr. Aber ich betreibe natürlich auch Fanpages und habe da auf verschiedenen Fanpages auch sehr, sehr viel getestet. Finde aber die Vorgehensweise von Facebook ehrlich gesagt ein bisschen umständlich bzw. sogar dumm. Weil wenn ich mit meiner Facebook-Fanpage arbeite und mit der eingeloggt bin, kann ich alle anderen Social-Media-Features von Facebook wie gefällt mir, liken und so weiter nicht nutzen, muss immer wieder umschalten. Der Weg bleibt einem bei Xing erspart. Mittlerweile gibt es bei Xing auch eine Timeline, also mit News, wie es die bei Facebook gibt. Und nochmal, bei Xing, beziehungsweise nochmal, auf den Punkt kam ich noch gar nicht, die Kaufkraft auf Xing ist wesentlich höher als bei Facebook, Twitter, LinkedIn oder sonst etwas. Ich habe das alles gemessen und es sind auch noch ein paar Kollegen wirklich sehr, sehr aktiv dabei und können mir das ebenfalls bestätigen. Die haben die gleichen Erfahrungen wie ich gemacht. Es ist auf Xing wirklich so, dass die Kontakte für das Business, ja, ich spreche jetzt nur vom Business, nicht von dem einzelnen Menschen hinter dem Kontakt, sondern nur fürs Business, sind diese Kontakte wesentlich wertvoller als Kontakte auf Facebook, Twitter oder sonst etwas. Wenn man die Sache auf Xing richtig angeht, kann man, wie ich das gezeigt habe, von null, und das hat nichts mit meiner Größe, meiner Newsletterliste oder sonstiges zu tun, denn ich habe hier auf Xing bei null angefangen, das kann jeder von euch ganz genauso, kann man von null innerhalb von 6 Monaten mehr als 8000 Kontakte aufbauen. Und ich würde sogar noch behaupten, es geht noch mehr, wenn ich noch extremer das Ganze durchgeführt hätte. Es geht auf 2 Wegen. Einmal geht es auf dem Weg per Hand. Der ist natürlich etwas umständlicher, gar keine Frage. Pro Tag kann man bei Xing zum Beispiel 200 User in die eigene Gruppe einladen. Also 200 fremde Kontakte, wenn man so möchte. So nennt sich das Ganze bei Xing. Die kann man natürlich per Hand jeden Tag machen. Ich würde jetzt mal behaupten, wenn man gut strukturiert vorgeht, dauert das jeden Tag so, ja, 200 Kontakte anzuschreiben, halbe bis dreiviertel Stunde. Ist natürlich sehr umständlich und niemals bestätigen ja auch alle 200 den Beitritt zur Gruppe. Also da muss man dann schon gucken, welche Bestätigungsrate, welche Bestätigungsquote man hat und dann dementsprechend seine Einladungsmail anpassen. Aber es gibt für dieses, für Xing auch Automatisierungstools, die einem die komplette Arbeit abnehmen. Das heißt, ich starte mein Tool morgens, einmal auf den Startknopf drücken und dann läuft das Ding durch, ohne dass ich noch etwas tun muss, vollautomatisiert. Und das ist der nächste Vorteil von Xing. Eine solch gute Software, eine solch perfekte Software gibt es für die anderen Social Media Netzwerke nirgends. Wer zu der Software mehr wissen möchte, findet unter dem Video einen Link. Wie gesagt, es ist nicht notwendig, für die ganze Thematik Geld auszugeben. Man kann sich kostenlos bei Xing anmelden, hat aber dann ein paar Premium-Features nicht zur Verfügung. Ich empfehle immer, einen Premium-Account bei Xing zu eröffnen. Wenn ihr euch anmeldet, müsst ihr aufpassen, kurz nach der Anmeldung kommt ein One-Time-Offer, also ein besonderes Angebot von Xing. Da könnt ihr für 66 Euro im Jahr Premium-Mitglied werden. Und jetzt rechnet mal um, die 66 Euro auf meine Kontakte umgerechnet, ist ein verschwindend geringer Betrag gegenüber allen anderen Marketingmaßnahmen wie AdWords oder sonstiges, wo ich teilweise für meine Besucher pro Klick 2,50 Euro zahlen muss, so liege ich hier bei Xing unter einem Cent pro User.
sind also ganz andere Sphären und die 66 Euro machen sich immer bemerkbar. Denn ihr habt auf einem Premium-Profil bei Xing viel, viel mehr Möglichkeiten, ihr könnt viel, viel mehr eintragen, werdet viel besser gefunden und von den anderen Usern auch besser wahrgenommen. Grundsätzlich aber möchte ich darauf hinweisen, dass bei Xing alles kostenlos möglich ist. Ihr könnt euch kostenlos anmelden, habt dann ein paar Einschränkungen im Profil. Ihr könnt eine Gruppe trotzdem beantragen und eröffnen und ihr könnt die Gruppe trotzdem aufbauen. Der weitere Schritt wäre dann die Automatisierungssoftware, die logischerweise auch Geld kostet, gar keine Frage. Und dazu wird dann in Kürze noch ein weiteres Video von mir kommen, wieder hier aus Florida. Denn ich möchte wirklich in 2012 noch wesentlich mehr mit Videos arbeiten. Ich finde, das kommt wesentlich besser rüber. Man kann wesentlich besser erklären als schriftlich oder mit Bildern. Und wenn ihr aber vorab schon wissen wollt oder etwas über die Automatisierungssoftware wissen wollt, dann schaut unter dem Video. Dort findet ihr verschiedene Links zu einem kostenlosen E-Book von der Nabenhauer Consulting. Wie man erfolgreich Xingt, möchte ich jetzt mal so sagen. Dann zu der Automatisierungssoftware, dann zu einer weiteren Software und zu einem weiteren E-Book. Also kostenloses E-Book unter dem Video und weitere Links unter dem Video, wenn ihr euch vorab informieren wollt. Ihr könnt euch aber sicher sein, dass ich noch Videos zu Xing bringen werde, denn ich finde die Plattform mittlerweile fast perfekt. Im Gegensatz zu Facebook, Twitter und den anderen. Und wie gesagt, auf Xing liegt eine sehr, sehr hohe Kaufkraft. Wenn man dort die richtige Strategie anwendet, also nicht einfach stumpf Werbe-E-Mails raussendet, sondern die richtige Strategie anwendet, dann ist Xing eine richtige Goldgräberstadt. Definitiv. Also, ihr könnt bei mir, unter dem Video habe ich jetzt auch noch die Links eingefügt zu meinen Gruppen auf Xing. Wer die Gruppen noch nicht kennt, kann draufklicken, sieht die Mitgliederzahl und sieht, dass ich hier nicht irgendwas hin und her labere, sondern dass ich wirklich hier nur von Fakten spreche. Und ich kann wirklich nur jedem empfehlen, geht zu Xing, meldet euch da an. Auch den Link findet ihr unter dem Video, wie ihr euch bei Xing oder direkt den Anmeldelink zu Xing. Und ja, meldet euch an, schaut euch dort um. Es geht zuerst mal kostenlos. Ihr müsst ja zuerst mal gar kein Geld ausgeben, sondern meldet euch kostenlos an, schaut euch um. Und wenn ihr mit der ganzen Strategie weitermachen wollt, wechselt ihr einfach auf einen Premium-Account. Also, meine absolute Empfehlung, Xing anmelden, anschauen und sofort mit einer Strategie loslegen. Gruppe eröffnen zu eurem Thema. Es geht auch wirklich zu jeder Nische. Gibt es auf Xing eine Menge Kontakte. Und was noch dazu kommt, die Profile auf Xing sind wesentlich besser ausgefüllt, als das zum Beispiel bei Facebook der Fall ist. Ich kann wesentlich besser auf Xing selektieren, weil die User dort einfach ein anderes Vorgehen haben, einfach aus dem B2B kommen und auch ihre Profile fast komplett ausfüllen. Und das ist sagenhaft viel wert, wenn ich wirklich selektieren kann, genau nach meiner Zielgruppe. Okay, das sollte euer Bestreben sein. Schaut euch Xing an, baut euch dort Kontakte auf, knüpft dort Kontakte. Die Kontakte sind wirklich massiv und extrem Geld wert im Endeffekt für jedes Business, da auf Xing jede Nische betrieben werden kann. Und alles einfacher möchte ich jetzt nicht sagen, weil einfach ist das, was man kennt und kann, aber es ist viel, viel strukturierter als zum Beispiel Facebook oder Twitter oder sonstige. Also haltet Ausschau in den nächsten Tagen nach dem nächsten kostenlosen Video von mir und ich sage Tschüss, bis dahin.